Game of Thrones. Mehr Sex und Gewalt gab es nur bei den Russen 45 in Berlin. Nächste Woche steht das Finale an. Das Finale einer Serie, die selbst gestandene Medienprofis zu kleinen Fanboys macht. I had like tears in my eyes, but I love Game of Thrones. I'm such a geek. I did actually manage to get a chance to visit the set, which was pretty mind-blowing. Eine Serie, die sogar Musikmilliardäre zu üblen Raubkopierern macht. Are you binge-watching any TV? Game of Thrones, yeah, I'm yeah? happy into that, yeah. I actually stole, I feel bad, I feel guilty. I stole a little episode that they put out, they leaked the episode. Egal, wie man die finale Staffel findet oder die Serie generell, Game of Thrones hat das Fernsehen geprägt. Also auch hinter der Kamera. Gerade was die Produktion angeht, haben die Macher viele Probleme gehabt, aber dafür ziemlich schlaue und neue Lösungen gefunden. Welche Tricks das sind und wie Game of Thrones einfach mal so ein sterbendes Medium revolutioniert hat, jetzt. Erfolg! Die einen haben ihn, die anderen haben mal Wetten, das moderiert. Die Verfilmung der Bücher von George R. R. Martin ist ohne Zweifel die erfolgreichste und größte Serie aller Zeiten, meint zumindest der geneigte Fan. Wusstest du, dass Game of Thrones die teuerste Serie aller Zeiten ist? Game of Thrones hat die meisten Emmy-Nominierungen und am meisten Emmys gewonnen. Game of Thrones hat den Guinness-Weltrekord für die am meisten illegal geschaute Serie. Jede Staffel Game of Thrones hat auf Rotten Tomatoes ein Rating von über 90%. Game of Thrones ist auf Platz 1 der IMDb-Top-Serien of all time. Na, eigentlich Platz 2, aber diese Doku zählt nicht. Sich vor Game of Thrones zu verstecken ist schwieriger als vor der Fußball-WM, weil einfach alles mit allem in Verbindung gebracht wird. Hier im Spiegel, wo sich Frauke Petri und Daenerys Targaryen treffen. Bei so viel Hype will HBO die Kuh natürlich melken, bis das Euter glüht. Und ja, sorry für das Bild im Kopf. Darum ist jetzt auch schon ein Prequel sicher, mit der Möglichkeit auf sogar noch mehr. Aber es war ein langer Weg bis dahin. Ganz nebenbei hat Game of Thrones nach und nach das Fernsehen revolutioniert. Tja, und wie? Nun so. Sie haben neue Tricks gefunden, um ein altes Fernsehproblem zu lösen. Die Bücher enthalten großen Stoff, aber das Budget ist klein. Vor allem in der ersten Staffel war HBO nicht bereit, viel Geld einzusetzen, weil das hätte ja floppen können. Deshalb standen am Anfang pro Folge 6 Millionen Dollar zur Verfügung, im Gegensatz zu den jetzigen 15. Diesen Sparkurs sieht man. Das größte Problem? Große Schlachten. Denn die kosten krass viel Kohle. Einfach mal bei Hitler und der Reichsbank nachfragen, Stichwort Kriegsanleihe. Frustet auch die Macher von Game of Thrones. We're really excited for the spikes. We're gonna have the camera at Peter Dinklage's eye level and have him follow this giant mountain into battle and just see everything. And we just ran out of money and we couldn't do it. Tja, ihr Trick? Die sogenannte Sex Position. Dieser Trick hat viel dazu beigetragen, dass Game of Thrones populär wurde. Es ist quasi eine Mauerschau. Mauerschau kurz erklärt. Der Zuschauer hier links will eine tolle Schlacht sehen. Doch die Macher haben kein Geld dafür und zeigen es dem Zuschauer nicht. Stattdessen kommt eine Figur, die erzählt, was gerade passiert. Also, folgendes. Die schießen Katapulte mit Elefanten. So, die Elefanten schießen die mit Katapulten los auf die andere Armee. Die andere Armee besteht aber nur aus Kängurus und die Kängurus haben alle so Maschinengewehre, ja, und schießen dann auf die Elefanten. Die Elefanten bluten, alle liegen auf dem Boden, aber die Stoßzähne, denen wachsen so Beine. Ja, das ist meistens langweilig. Aber Game of Thrones hat einen Trick gefunden, das aufregend zu machen. So I challenged him to a duel. I mean, why not? I'd read all the stories. The little hero always beats the big villain in all the stories. Ein weiterer Vorteil, also erstens der Sex. Zweitens explizite Gewalt außerhalb von Schlachten, wie zum Beispiel Hinrichtungen. Das zusammen ergibt den Shock Value. Der sorgt dafür, dass die Zuschauer darüber reden und somit unbezahlte Werbung machen. Das ist den Machern übrigens so wichtig, dass sie für das kommende Finale verschiedene Enden gedreht haben, um Spoiler zu verhindern. Tja, diese alternativen Enden sind streng geheim, aber wir haben von einem Informanten eines bekommen. Hier, Daenerys reist gen Westen. Dort tauscht sie ihre Drachen gegen Gewehre ein für alle, um die finale Schlacht zu gewinnen. Sicher, dass die 30.000 Euro für den Informanten gut angelegt sind? Naja, aber überhaupt die Fans, die sind extrem wichtig. Aber HBO hat von Anfang an hoch gepokert. Denn sie hatten den Mut, ihre Fans zu enttäuschen. Der bekannteste und damit wahrscheinlich auch teuerste Darsteller der ersten Staffel war Jon Bean, dem geneigten Genrefachmann aus Herr der Ringe bekannt.
ein smarter Move, also ihn als Posterboy herzunehmen, denn so weckten sie das Interesse bei Leuten, die nicht die Bücher kannten. Und ihn als Hauptcharakter und Sympathieträger damit so zu besetzen, dass seine Figur gleich wieder stirbt, das gab es noch nicht. Und eben wieder ein Schock-Value. Ha, da war ein Spoiler. Wusstet ihr übrigens, dass Schombin Flugangst hat? Und dass er bei Sonnenaufgang... Ein weiteres Problem, die Schattenwölfe. Die tauchen in den Büchern viel öfter auf als in der Serie. Ein künstlerisches Statement vielleicht? Oder wollen die Serienmacher sich von der Vorlage lösen, etwas Eigenes schaffen? Nun, der Grund ist eigentlich total einfach. And for safety reasons, the wolves can't be in the same space as actors, so it makes it dip. Every wolf shot you see is a visual effect. Doch visuelle Effekte sind teuer. Wir müssen sparen. Deswegen, diese Wölfe, die sind unheimlich groß, die haben viele Haare. Das ist schwer zu rendern. Das kostet uns so viel Geld. Stattdessen Drachen, auch groß, aber Schuppen und die sind billig. Wenn wir jetzt noch Peter Dinklage durch einen Kubus ersetzen. Und wo wir schon bei den Figuren sind, da sorgten die Originalbücher für ein weiteres Problem. Lauter Kinder. Das Doofe ist nur, man kann mit minderjährigen Schauspielern einfach arbeitsrechtlich nicht so lange am Tag drehen wie mit Erwachsenen. Also haben die Macher einfach mal das Alter der Figuren umgeschrieben und kollektiv um ein paar Jahre angehoben, damit sie mit Erwachsenen drehen konnten. Das alles heizt natürlich die Diskussion im Internet an. Doch das Game of Social Media hat Game of Thrones exzellent gemeistert. Denn die Serie ist mitverantwortlich für ein YouTube-Phänomen, das nur noch Artikel 13 stoppen kann: Reaction-Videos. Die Buchleser wissen ja, was passiert. Daher stellen sie beim Gucken mit ihren Freunden Kameras auf, um so die heftigen Reaktionen zu filmen. Da manche die Geschichten kennen und andere rum wieder nicht, eignet sich das perfekt dafür. Und auch für einen PR-Stunt wie der von 2013. Da wurde an einem Strand in Südengland ein 12 Meter langes Drachenskelett aufgebaut, um die neue Staffel zu promoten. Da HBO aber eine wichtige Zielgruppe damit immer noch nicht erreichte, produzierten sie seit 2014 sowas. Son of the Lord, swing my sword, serving the war. Anlass dafür, bei der dritten Staffel waren gerade mal 23,4% der Zuschauer nicht weiß. Das wollte man ändern. Außerdem neu für das Fernsehen, was komplett verrückt ist. Wird es so in Deutschland nie geben. Sie nehmen ihr Publikum tatsächlich ernst. Alle deutschen Bücher zusammen umfassen mehr als 5000 Seiten. Dass da etwas gekürzt werden muss, liegt auf der Hand. Dennoch hat die Serie weit über 100 wichtige Haupt- und Nebencharaktere. Die Macher meinen dazu, allerdings, genau dieses Publikum ist mit den immer heftigeren Szenen für den Shock Value nicht mehr klargekommen. Vor allem die Vergewaltigungsszenen von Cersei und Sansa sind im Zuschauer sauer aufgestoßen. Die Macher haben verstanden und gelobten Besserung in Bezug auf sexuelle Gewalt. Was die Zahlen jedoch angeht, hat diese Neuorientierung dem Erfolg keinen Abbruch getan. Und es geht sogar so weit, dass jetzt alle auf der Suche nach dem nächsten Thrones sind. Game of Thrones hat nicht nur die Messlatte für TV-Produktionen höher gelegt, es hat viele Produktionen überhaupt erst möglich gemacht. Vom Start der Serie 2011 bis 2018 haben sich TV-Serienproduktionen fast verdoppelt. Gary Newman, ehemaliger Co-Chairman von Fox Television, meint, dass Game of Thrones diesen Prozess deutlich beschleunigt hat. Und alle sind auf der Suche nach ihrem eigenen Game of Thrones. Netflix hat mittlerweile mit der Produktion ihrer Witcher-Adaption begonnen. Amazon dreht nächstes Jahr eine Herr-der-Ringe-Serie und sogar Apple hat einen Braten in der Röhre. Vielleicht einen Bratapfel. Aber brauchen wir das? Wird uns das überhaupt noch flashen? Oder werden Fantaserien die neuen Superheldenfilme? Was meint ihr? Wow, das war wieder so spannend und so viel Hinweise auf das, was noch kommen wird. Sind Philipp und die Glocke echt verwandt? Wird der Assi Rache nehmen? Und schlafen die alle miteinander? Wer die Spannung nicht aushält, abonnieren und die Glocke drücken. Während man wartet, kann man ja Fanfiction schreiben. Zum Beispiel Philipp und die Glocken der Lust.